hatte kein Pokémon. Ich hatte kein Gameboy. Nein. Ja. Ich war immer so der Nintendo-Mensch. Okay. Aber Gameboy ist von Nintendo. Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt. Und natürlich wieder mit einem Gast, und zwar der Caro vom Kanal AlwaysXCaro. Du kannst ja gerne mal was über dich und auch deinen Kanal hier erzählen. Ja klar, also mein Name ist Caro und auf meinem Kanal gibt es ganz viele Videos zum Thema Bücher, Filme, Serien und Lookbooks zum Beispiel, wo ich auch einzelne Charaktere ein bisschen nachstelle und auch so Frisurenvideos. Aber du hast auch schon mal was zum Beispiel zum Thema Sims gemacht? Ja, genau. Ich habe ein Video gemacht, wo ich mich selber dann im Sims erstellt habe. Ich finde es so cool. Das ist wirklich das, was am meisten Spaß macht. Ja. Sich selber erstellen oder generell erstellen und das Haus einrichten. Und heute geht es auch um das Thema Gaming, passend zu Sims also. Könnt ihr mal verraten, ob ihr früher viel gespielt habt? Ja, doch. Also früher mega viel eigentlich. Bei dir auch? Bei mir war es genauso. Früher habe ich richtig viel Sims gespielt und auch Pokémon drin. Also mittlerweile spiele ich das gar nicht mehr so oft, aber früher habe ich dann auch mal eine Nacht durchgespielt. Wow. Also am nächsten Morgen. Aber meistens habe ich es nicht alleine gemacht, sondern ich hatte immer noch Freunde dabei, die dann andere Sachen währenddessen gespielt haben. Und dann haben wir so eine Spielenacht gemacht. Echt? Oder auch heutzutage noch irgendwie abends mal SingStar zusammen spielen. Finde ich dann auch cool. Oh, seid ihr eher so der Solo-Player oder so der Team-Player? Solo. Team, ich kann nicht. Ja. Duett, glaube ich, so, dass man so immer abwechselnd und manchmal zusammen singt. Ja. Ich habe auch früher mit so zwei Freundinnen, die, weiß ich nicht, jeden Nachmittag auf der Couch und die hatten so einen riesigen Fernseher. Ich weiß nicht, Gamecube, so richtig alt noch. Das hat so Spaß gemacht. Nintendo, ne? Nintendo. Diese ganz, Die alten Sachen sind die besten eigentlich. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr noch diese ganz Oldschool-Sachen? Damals cool. Noch, ja genau, damals noch Mario. Richtig, richtig alt und das war so simpel. Es hat aber so viel Spaß gemacht. Jetzt gibt es ja auch diese ganzen Remakes und so, dass alles ein bisschen moderner und peppiger ist. Ich habe mich früher so sehr über meinen ersten Gameboy gefreut. Mit der Pokémon blauen Edition. Oh ja. Welche hattet ihr? Ich hatte rot. Ich hatte kein Pokémon. Ich hatte kein Gameboy. Nein. Ja. Ich war immer so der Nintendo-Mensch. Okay. Aber Gameboy ist von Nintendo. Und du hattest die Konsole dann. Ja. Ah, okay. Ja. Genau. Aber spielst du zum Beispiel jetzt auch noch viel am Handy? Oder zum Beispiel bei mir, ich mache das fast gar nicht. Aber bist du da immer noch so voll drin? Ich habe Candy Crush vor einer Weile runtergeladen, einfach für die Fahrt zur Uni in der Bahn. Wenn ich da nichts zu tun habe, dann spiele ich da so ein bisschen. Ja. Ich habe gar keine Handyspiele, glaube ich, mehr. Also ich habe noch welche. Man hat dann, finde ich, immer so ein Spiel, was dann gerade alle gespielt haben. Dann findet man das richtig cool, spielt das ganz viel, dann geht es halt so direkt wieder weg. Ich hatte auch immer so Phasen gehabt, wo ich zum Beispiel Temple Run immer gespielt habe. Ja, das hat man oder dieses Flying Bird oder Flipping, kennt ihr dieser Vogel, der hoch und runter getippt hat? Also ich habe wirklich Phasen gehabt, aber jetzt, wenn ich irgendwie so einen Leerlauf habe, dann lese ich lieber irgendwelche Artikel in Online-Magazin oder so. Also ich glaube, die Prioritäten ändern sich halt auch, je nachdem, wo die Interessen auch sind. Aber früher habe ich wirklich jede Minute, oder diese Aufbauspiele, habe ich geliebt, irgendwelche Zoos aufbauen. Oder Farmen. Wirklich, das war mein Leben. Ja. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, was zum Beispiel gerade euer Lieblingsspiel auf dem Smartphone ist. Weil, wie gesagt, ich bin da voll schwer für zu begeistern irgendwie. Ich liebe Spiele, wo man zu mehreren Leuten spielen kann. So diese Partyspiele. Diese Party. Genau, Just Dance und Mario Kart. Ich liebe Autorennen. Ich habe das Gefühl, es gibt so. Man kann nicht sagen, es gibt nur die Spiele für Mädchen und die Spiele für Jungs, weil ich finde, es ist so gemischt momentan. Ich spiele auch voll gerne Autorennen. Aber das heißt, ihr macht jetzt öfters auch wirklich noch so Spieleabende, wo ihr dann mit Konsolen oder sowas spielt? Ja, wir haben jetzt auch eine neue Konsole bekommen, wo wir dann das neue Mario Kart spielen können. Ja, und da haben wir diese Konsole, wir haben sogar zwei davon, dass wir so vier Player haben und dann spielen wir das immer zu viert. Und wir haben auch diese Lenkräder dazu noch gekauft, dass wir so richtig
vom Fernseherspiel. Ja. Manchmal cool. rufe ich auch echt Freunde an und sage so, komm mal vorbei, wir spielen eine Runde Mario Kart zu viert oder so. Und dann kommt da so richtiges, wie nennt man das, so ein richtiger Eifer. Und dann ist man so richtig wütend aufeinander, wenn man sagt, wie konntest du mir jetzt das antun? Wieso hast du diese Bombe abgelassen? Und da streitet man sich richtig, natürlich nur aus Spaß. Aber ich liebe das voll, wenn man so richtig sich so reinsteigert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das halt früher schon öfter gemacht, aber heutzutage bin ich aber echt nicht die Person, also wenn du mich anrufen würdest. Also ich, Diana würde mich anrufen. Diana würde ich für andere Dinge anrufen. Ich sage sorry, ich habe einfach keine Lust. Doch einmal, wenn du einfach bei mir bist, dann gebe ich dir einfach eine Konsole her, dann spielen wir gegeneinander Mario Kart. Dann wirst du auch richtig merken, oh, es macht voll Spaß, ich möchte gegen sie jetzt gewinnen. Ja. Aber habt ihr eine Idee, warum man überhaupt Spiele spielt? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, um vielleicht abzuschalten, um runterzukommen, vielleicht auch von dem ganzen Schulstress, den ja auch Schüler mittlerweile haben. Ja. Aber auch einfach mit Freunden irgendwie was Schönes abends zu spielen, das ist doch auch eine coole Sache. Ja, und ich glaube, man kann halt auch in so andere Welten manchmal abtauchen und halt wirklich so ein bisschen fast seinem eigenen Alltag entfliehen. Ja. Und das kann ja manchmal irgendwie auch ganz gut sein. Aber ich finde halt so beim ganzen Thema Gaming ist es, glaube ich, wichtig, dass man so die Balance findet, ne? Wie wenn man jetzt sowas wie Sims und Pokémon spielt, dass man sich vielleicht auch so, gerade wenn man es neu hat, am Tag sagt, okay, halbe Stunde, Stunde reicht. Ja. Und es uns dann auch mal wieder wirklich weglegt, weil sonst wird es halt echt leicht vielleicht sogar zu einer Sucht und dass man wirklich den Spaß daran behält, das auch mit Freunden irgendwie halt macht. Ja. Ja, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob und welche Spiele ihr am liebsten spielt. Und dann würde ich mal sagen, danke, dass du heute da warst. Gerne. Und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge Ungeschminkt mehr verpasst. Und aktiviert auch die Glocke, damit ihr eine Push-Benachrichtigung auf euer Handy bekommt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.